So, dann wollen wir mal. Bringen wir die mal in Position alle. Gucken uns das an. Let's get it done. Guck mal, ich klicke auf dich drauf. Still also, nothing, Lady Nicastro. Maybe you got the location wrong? They will be here, and the deck with them. Doubt me again, and the next entrails I read will be yours. Oh. Lass mich doch das lesen, wenn ich es will. So, da sind irgendwelche zwei Typis gerade rumgelaufen. Jetzt. Nap time. Komm hier hin. Come on, pal. Don't give me the silent treatment. Let's work something out. That's the pilot. Den könnte man hier ausschalten. Könntet ihr aber auch das. Na, das ist ein Wachposten, ne? Das ist der schwerer auszuschalten. Das andere. Wobei, wenn man sich anschleicht, dürfte man nicht entdeckt werden. Das sogar klappen. That one down. Warum läuft denn die immer, wenn ich hier... das ist ein Kraus. Aber sag mir mal bitte, wie ein Wachposten mich bitte von hinten sehen kann. Das geht doch gar nicht. Der Wachposten guckt nur nach vorne. Nee, der guckt nur nach vorne. Wie will der mich sehen? Verstehe ich nicht. Der kann mich nicht sehen von hinten. Das ist ein Fehler im Spiel, meiner Meinung nach. Steht aber nichts dran jetzt groß. Normalerweise müsste ich den. Wie wähle ich wieder ab? Mit rechts oder links? Oder Escape geht auch. Ich will mal was testen. Also ich bin ja hinten. Was ich machen könnte, ist
schnell reinlaufen und es dann machen. Da müsste ich aber echt sehr schnell sein. Sleep well. Hat geklappt, aber warum konnte der mich von hinten sehen? F. We're with L. You must be the pilot. Sure am. Get me to my bird and we'll scram. Okay. In Mission haben Verbündete wie Captain Nikki zwar auch ein paar Asse im Ärmel, aber ihr eigentlicher Wert ist, dass sie sich abseits des Schlachtfelds, ja, das ist schon klar. Das heißt, jetzt habe ich 4. So, was kann dann der? Rauchgranaten. Oh, ist das interessant. Ich hasse es, dass ich nicht mit einer Kamera mit der mittleren Maus es machen kann. Warum nicht? Moment mal, aber das könnte doch er machen, oder? Unser Kapitän? Nö. Du? Nö. Man kann leider nichts bunkern. Es ist halt auch so doof, dass die sich da nicht ducken irgendwie, sondern dass der da einfach so stehen bleibt. Was ja gar keinen Sinn macht. Warum duckst du dich nicht? Ich den da irgendwie. Eine andere Frage. Läuft die eigentlich so da rein? Das habe ich jetzt noch gar nicht gut. Uzi. Sehr schön. Okay, ich kann nichts machen. Ich konnte jetzt wirklich nicht. Ich kann nichts werfen. Warum das? Das ist eine Granate. Ach scheiße, wie kannst du. Nee, wir sind ja außerhalb vom Kampf. Warte mal, ja. Ich kann nichts machen, ich kann die Granate nicht werfen. Das geht nur im Kampf also.
Ja, wir kommen an den Kampf nicht vorbei. Egal wie ich es drehe und wende, ich komme an den Kampf da nicht vorbei. Ich muss gucken, könnt ihr mich jetzt sehen oder nicht? Enemies nearby. I can feel them. You! Hand over the deck. Make me an offer. We're not for sale. At the moment. So, dann lass uns mal Folgendes tun. Rauchgranaten, das können wir für unseren Rückzug holen. Eine Attrappe, ja, das sehe ich gar nicht so als verkehrt an. Heißt, ich mache eine Bewegung mit ihm hier hin. Dass das so geht. Let's mix things up a little, shall we? Geh die Attrappe hin. Ja. Mit dir nach hier. Pilotin. Präzisionsschuss, das ist gar nicht schlecht. Aber ich entscheide mich hier abzuhauen. Noch da. Und zu. Aeroplane. Yo, warum trifft... Attrappe hat nicht geklappt. Enough! My sword's first! Attrappe hat leider nicht so geklappt. I shouldn't have to do this for myself. Hallo. Ist das die Evakuierungszone? Ich gehe mal von aus, ne? Sind wir fertig? Okay, die Evakuierungszone hat komisch ausgesehen. Here we are. Del Vasto's Landing. Now we find out what kind of man pays this well for a blank deck of plane cards. Wouldn't mind knowing who the hell we were fighting back in Marseille. Never seen troops like that before. Let's see what this Mr. L has to say for himself. Okay, Leute, das war die Demo. Problem ist die Kameraführung, muss ich sagen. Ich hoffe, dass sie da noch ein bisschen was machen, weil das mit der mittleren Maus, dass man da so die Karte dann so hin und her bewegen kann, ich finde, das sollte schon rein in so ein Spiel. Auf jeden Fall. Ansonsten ist es ganz gut gemacht. Die rundenbasierten Kämpfe sind auch ganz gut gemacht. Man hat viele Möglichkeiten.
Dass man begrenzte Sachen nur bei Aktionen außerhalb hat. Naja, okay. Ich hoffe, dass man das irgendwie skillen kann und dass man das ein bisschen erweitern kann, noch verbessern kann, dass das besser wird. Ja, ansonsten werden wir ja mal sehen, wenn das Spiel rauskommt, wie es so ist, was es so bringt. Aber ich habe jetzt mal so einen ersten Eindruck der Demo gehabt. Ja, wie gesagt, Kämpfe gut, Kamera, das ist noch sehr ausbaufähig, sage ich ganz klar. Man muss jetzt in die Steuerung reinkommen, das ist klar. Die Kamera, da bin ich noch ein bisschen auf Kriegsfuß, ganz klar. Gut, das wird irgendwann, ich glaube am 3. Oktober kommt es oder so. Und dann sehen wir weiter. Das war's aber. Erstmal von Lamplighters League, der Demo. Und ja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder bei anderen Projekten, wie auch immer. Bis dann und ciao.